herzlich willkommen bei Fittorial und Tag Nummer 20 unserer 30-Tage-Challenge. Ihr seid in euren Sportklamotten, habe ich gerade beschlossen. Wir fangen, glaube ich, direkt an. Heute gibt es ein ganz normales Advanced Workout. Das heißt, wir geben alles bei unseren 5 Übungen. Und anschließend gehen wir dann nochmal mit dir zusammen in das Stretching. Du zeigst uns ein paar Übungen, wie wir uns ein bisschen geschmeidiger machen. Exakt. Und deswegen kann ich nur sagen, los geht's. Get ready for Fittorial 5. Squats in 3, 2, 1, go. Ja, du kannst schauen, wie willst du die Intensität reinbekommen? Vielleicht über Geschwindigkeit, vielleicht auch über den Radius, in dem du viel tiefer gehst als normalerweise. Wenn ihr den Zehnern atmen hört, dann ist das gut. Macht das ruhig genauso. Ja? Ein, aus. Und jedes Mal, wenn ihr euch aufrichtet, spannt den Po nochmal extra an. Definitiv mal auf den Zehen starten. Und wenn es nur einer ist, ist auch eine Steigerung. Hallo. Und du kennst die Übung jetzt, deswegen nochmal alles abchecken. Po ist fest, saug den Bauchnabel weg von der Matte, zieh die Fingerspitzen weg von deinen Zehen, maximale Länge im Körper und spür nochmal nach, dass du die Bewegung wirklich aus der Hüfte holst. Und der Blick geht super entspannt Richtung Boden. Schön sinken lassen. Ja? Manchmal ist er hier, du willst ihn hier in eine Linie mit deinen Schultern. Körpermitte fest, Po anspannen, push in die Waden, schieb dich aus den Unterarm raus. Denk nochmal an den stabilen Schultergürtel. Und genieß das sanfte Zittern. Knie sind immer eine Option. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Leicht nach oben. Ja, sehr gut. Ganz klassisch. Crunches. Rippen Richtung Hüfte schieben. Ellbogen schön weit.
und gerne mit jedem Crunch hoch ausatmen, auf dem Weg nach unten ein. Und du kennst die Möglichkeit, kannst die Füße absetzen, aber du kannst auch gerne weiter hier durchziehen. So, jetzt ist der Körper schön warm, dass wir ihn einmal dehnen können. Genau, nicht ausschalten. Es geht noch weiter. Jawohl. Bleib auf der Matte oder auf dem Boden. Okay. Und dann würde ich sagen, wir kümmern uns ein bisschen um die Beinrückseite. Die arbeitet ja bei den Squats auch immer mit und die ziehen wir jetzt einmal in die Länge. Deswegen roll dich tief. Und dann schnappst du dir vielleicht einfach mal dein linkes Bein und verlängerst es zur Decke. Und du fasst es da, wo du deine Schultern immer noch ganz entspannt am Boden lassen kannst, wo auch dein Steißbein den Boden noch fest berührt. Ja, also vielleicht ist das hier, vielleicht ist das auch hier. Vermeide es, an der Kniekehle zu reißen. Und wenn du die Dehnung intensivieren möchtest, kannst du das untere Bein verlängern. Aber achte darauf, dass das obere noch möglichst lang bleibt, damit du wirklich maximale Länge in die Beinrückseite bekommst. Und du kannst den Fuß pointen, also die Zehen zur Decke ziehen oder den Fuß flexen, das heißt mehr in die Ferse pushen. Dann müsstest du spüren, dass die Dehnung noch ein bisschen tiefer in die Wade geht. Und dann löse. Einmal Seitenwechsel. Verlängern. Dir wieder die optimale Position für deine Hände suchen. Das ist wirklich bei jedem anders. Und dann schauen, ob du das untere Bein noch verlängern kannst und magst. Aber du musst nicht. Und dann wirklich hier schön einmal den Zug spüren und wieder die Länge in den Muskel bringen. Und dann löse. Und der Po arbeitet auch immer mit, deswegen bleibt direkt in Rückenlage. Einmal das linke Bein bzw. das Fußgelenk auf deinen gegenüberliegenden Oberschenkel bringen, Fuß schön flexen, Knie nach außen und dann greifst du quasi einmal so durchs Fenster durch und schnappst dir deinen Oberschenkel, legst den Oberkörper wieder schön ab. Und während du dieses Knie, das obere, näher ranziehst, versuchst du das andere, ich zeige es jetzt nur, musst du nicht mit der Hand machen, weiter nach außen zu schieben. Und dann spürst du die Dehnung schön im Po, auch ein bisschen im Hüftbeuger. Das ist eh eine Stelle, die immer schwer zu dehnen ist, deswegen genieß das. Und dann auch hier lösen, Seitenwechsel, Fußgelenk, Fuß flexen, Knie jetzt schon nach außen schieben. Einmal durchgreifen, Oberkörper wieder entspannt ablegen. Mal richtig durchgreifen. Und dann löse. Schnapp dir die Oberschenkel, roll dich auf ins Sitzen. Und von hier aus kommst du dann einmal in den Stand. Mach nochmal eine schöne Brustöffnung. Deswegen Arme auf Schulterhöhe, zieh die Daumen nochmal zurück und dann spür die Öffnung wieder einmal so hier rüber. Dann kannst du das verstärken, indem du die Daumen noch ein bisschen weiter nach hinten ziehst, als ob du sie quasi hinter dir zusammenbringen wolltest. Das ist im Übrigen eine sehr gute Übung für Leute, die viel am Schreibtisch sitzen. Brustöffnung, genau, weil von hier gehen wir dann schön nach hier. Und dann kannst du auch nochmal die Hände hinter dir verschränken. Schultern zurückrollen, Fäuste tief ziehen, so Richtung Fersen. Das ist auch nochmal eine schöne, schöne Öffnung. Und dann löse. Jetzt kommen wir nochmal runter auf die Matte. Und zwar in den Vierfüßlerstand. Das heißt, Hände unter die Schulter, Knie exakt unter deine Hüfte. Und wir machen einen Katze-Kuh-Stretch. Ja, das heißt, du machst dich rund, wirklich wie so eine Katze. Machst so einen kleinen Buckel. Und dann machst du das Gegenteil. Ne? Du darfst ausnahmsweise mal leicht ins Hohlkreuz gehen. Runde dich nochmal. Saug auch hier den Bauchnabel schön ein, Richtung Wirbelsäule. Und dann machst du das Gegenteil. Hebst deine Brust, deinen Blick zur Decke, genauso dein Steißbein. Und mach das ruhig noch zweimal mehr. Dann genießt die Dehnung entlang der Wirbelsäule.
und auch die Mobilisierung deiner Wirbelsäule. Und zum Abschluss machen wir noch eine kleine Dehnung für die Körpervorderseite. Kommen nochmal in Bauchlage. Machen eine kleine Cobra, das heißt Ellbogen unter die Schulter, Unterarme setzt du auf, spann den Po an, Füße bleiben am Boden und dann schiebst du einfach nur deine Brust vor und spür wirklich mal den sanften Zug über die Körpervorderseite. Spann den Po aber nochmal an, unterer Rücken will immer geschützt sein. Und zum Ausgleich ein bisschen Entspannung für den Rücken, push dich einmal zurück in die Kindspose. Das heißt, großen Zehen zueinander, Knie öffnest du möglichst weit und dann schiebst du den Po Richtung Fersen. Leg die Stirn entspannt ab, Arme greifen lang vor. Und wenn du kannst, bringst du die Unterarme und die Ellbogen zum Boden. Das entspannt noch ein bisschen mehr deine Schulter, ist aber kein Muss. Auch hier spann den Bauch an, saug den Bauchnabel wirklich ein. Und genieß einfach mal die Länge und die Entspannung über die ganze Körperrückseite hier. Und dann löse. Ja. Nach dem Training einmal alles wieder ein bisschen weicher und geschmeidiger gemacht. Und fühlt sich immer so gut an. Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Und der Vorteil ist, lange Muskeln kann man dann beim nächsten Mal wieder viel intensiver trainieren. Win-win, oder? Und damit bis morgen. Ciao.